Willkommen zurück hier bei Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Wir sind jetzt schon im vierten Fall, und zwar mit der Kettenreaktion. Neuer Fall, der vierte schon, von sechs, glaube ich. Das heißt, bei der Hälfte sind wir schon angelangt. Sehr gut. Schauen wir mal, wie... Holmes, finden Sie sich damit ab. Sie müssen sich ernsthaft mit Kate über Ihre wirkliche Herkunft unterhalten. Niemals. Keine Ausreden. Sie wird bald genug erfahren, dass Alice fortgeht. Und das andere Geheimnis wird sie Ihnen nicht verzeihen. Sie muss den Grund nicht kennen. Nicht? Sie wird Sie für Alice' Abreise verantwortlich machen. Wollen Sie das? Nein, ich will das... Kate hat recht. Ich mache immer das Falsche, wenn es um Sie geht. Hören Sie, wenn wir in der Baker Street sind, werde ich Ihnen dabei helfen. Fahrer, warum halten wir an? Die Straße zum Platz ist blockiert, Sir. Warum? Es gab wohl einen schlimmen Unfall. Na, wunderbar. Wow, was ist da los? Wow. Was ist denn da los? Er atmet nicht mehr, sein Herz schlägt nicht. Die Pupillen sind verkleinert, bewegen sich aber. Er ist noch am Leben. Ich muss ihn schleunigst retten. What? Warum ist die Musik jetzt so komisch? Sehr geil. Wiederbeleben. Sehr gut. Der erste schon mal. Holmes, stehen Sie nicht herum. Tun Sie etwas. Was macht denn jetzt? Was? Bringen Sie sich in Sicherheit, Sir. Oh. Ohne Ihre Hilfe wäre ich gestorben. Was ist denn jetzt los? Keine sichtbaren Verletzungen, nicht verletzt. Ja, ist ja gut jetzt. Massive Eisen. Was? Was stand da? Achso. Holzstange könnte als Hebel benutzt werden. Beine unter den. Was? Oh, es ist laut! Ah, komm schon. Gut. Gerettet. Aber ich muss jetzt alle retten, ne? Bewusstloser Passagier muss rausgeholt werden. Türgriff fehlt. Was? Was ist hier los? Ein Hammer. Ne, ein Axt. Hammer, ja, genau. Dann nehmen wir mal die Axt. Was ist denn jetzt los? Oh yes, Maria. Zack. Hä, wo ist der hin? Ah, hier. Oh, da hinten. Da drin, da drin. Oh Gott, oh Gott. Ne, warte mal, hier noch. Wachrütteln. Geht nicht. Schlecht. Keine Wunden oder Verletzungen. Das ist ein Fall für Watson. Watson, hier, Ihre Aufgabe.
Mir geht's gut, danke. Hier jetzt. Keine sichtbaren Verletzungen. Vielleicht hilft ja Ammoniak. Ammoniak? Was geht da drin ab? Hallo? Was ist da los? Mami. Mir geht's gut, danke. Hier. Nicht jetzt raus. Ausziehen. Achso, S. Ohne Ihre Hilfe wäre ich gestorben. Okay, hier noch. Helfen Sie mir bitte. Mein Bein. Watson kann hier sicher viel besser helfen. Immer Watson, was soll das? Huh, da ist was. Leichte Blutung. Blutung wird von selbst aufhören. Was ist denn da los hier? Huch! Auch eingeklemmt oder was? Pferd! Kacke! Handsäge kann Gerüst durchsägen. Gerüst drückt auf Pferd. Oh mein Gott! Jetzt müssen wir sägen. Gut. Und jetzt? Hallo. S. Rausziehen. Gut. Danke für die Hilfe. Okay. Helfen Sie mir bitte. Ein Bein. Ich bin auf. Lassen Sie mich mal schauen. Gut, dann schauen wir mal. Das tut weh. Das ist eine hässliche Wunde. Die Knochen sind wohl heil. Ich denke, ein Notverband sollte vorerst reichen. Einen Moment, ich hole alles Notwendige. Ich lege jetzt den Verband an. Ja, wo? So kann ich dann. Hä? So kann ich. Ah, okay. Vielen Dank, Doktor. Vielen Dank. Okay. Ja, ist ja gut jetzt. Oh, was ist los? Was soll ich denn tun? Warte mal hier. Meine Schulter. Ich bin Arzt. Dürfte ich mir Ihre Schulter mal ansehen? Was ist denn da passiert, sag mal? Drehen Sie sanft den Arm, um die beste Position mit dem geringsten Druck zu finden. Geringsten Druck. Ach du Gott. So. Oh. Boah, ey. Muss das so krank sein? Was ist jetzt los? Hallo? Es lädt. Boah, ey. Holmes, da wurde wohl jemand festgenommen. Vielleicht ist es ja die Person, die für das hier verantwortlich ist. Okay. Möglichst viele Opfer retten, du Opfer.
Lassen Sie mich gehen. Das ist Unsinn. Einen Polizeibeamten beleidigen. Was jetzt? Reicht es? Um was geht's hier, Constable? Mr. Holmes, dieser Mann hier hat das Gerüst errichtet, das eingestürzt ist und das alles hier verursacht hat. So war's nicht. Sie sind verletzt. Hab einen Hammer abbekommen. Wie? Er ist vom Gerüst gefallen. Als das verdammte Ding zusammenkrachte, flog er runter und erwischte mich am Bein. In dem Moment standen Sie da drüben? Oh ja, dort drüben stand ich. Wenn das so ist, kann er den Einsturz des Gerüsts nicht verursacht haben, Constable. Vielleicht war es nicht stabil genug. Ja, natürlich. Und was hat es umgestoßen? Vielleicht waren Sie es ja mit diesem verfluchten Stock, den Sie da haben. Wenn Sie so weitermachen, bekommen Sie ihn früh genug zu spüren. Moment, Constable. Das Gerüst ist vollständig in sich zusammengebrochen. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Mann für das Desaster hier verantwortlich ist. Ich würde mich hier gerne einmal umsehen. Falls Sie sich nützlich machen wollen, sperren Sie das Gebiet ab. Niemand soll den Bereich betreten oder verlassen. Haben Sie verstanden? Natürlich, Mr. Holmes. Okay. Dieser Unfall ist ungewöhnlich. Ich muss mich auf die Details konzentrieren. Ich muss alle Beteiligten in der Unfallsequenz unterbringen. Bilden Sie die... Was? Was soll ich jetzt tun? Hallo? Mein armes Bein. Alle Unfälle bestimmen. Finden Sie heraus, was den Unfall verursacht hat. Hä? Ja, was mache ich jetzt? Hä? Kann doch nichts drücken. Hallo. Bilden Sie die Reihenfolge. Ja, wie? Hallo. Dann muss ich das hier machen, warte mal kurz. Festliche Fahnen. Muss jetzt hier alles finden? Diese Kutsche fuhr ins Gerüst, das dann einstürzte. Ah ja. Uah. Sei bloß ruhig. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Bitte. Nicht. Na gut. Dieser Wagen wurde vom einstürzenden Gerüst getroffen. Das ist die 3. Diese Wartungskutsche wurde in diesen tragischen Unfall verwickelt. Nummer 4. Alter, was soll das? Dieser Mechanismus hat definitiv eine Rolle bei dem Unfall gespielt. F. Das Gegengewicht fehlt hier. Hä? Warte mal. Ja, wie kann ich das hier? Okay. Warte mal. Drei. Ja, so oder wie? Nee. Hallo? Eins. So. Ach, der Balken noch. Was, Kürbis? Wie Kürbis, hä? Ah, warte mal. Nee. Der Kürbis fliegt da auf den Balken. Quatsch. Dann kommt das Gegengewicht runter und zieht es hoch, oder was? Wow. Ah ja, so war's, genau. Genau so, nicht anders. Ein Karren, der seine besten Tage hinter sich hat. Guten Tag, mein Herr. Dürfte ich Ihnen wohl ein paar Fragen stellen? Ich untersuche diesen Unfall. Sind Sie der Fahrer dieses Wagens? Ja, ich hatte Gemüse von meinem Hof geladen für den Markt in London. Was können Sie mir über den Unfall sagen? Nichts. Es gab eine Kollision, ich flog zu Boden und danach war mir ganz schwindelig. Eine Kollision womit? Mit dem Ding da vor mir.
hielt ganz plötzlich an und ich wollte noch ausweichen, aber ich war nicht schnell genug. Wissen Sie, warum diese Kutsche so plötzlich abbremste und anhielt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was für ein Desaster. Diese Schränke fielen um wie Dominosteine. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Es passierte alles so schnell. Es gab eine Explosion und mein Pferd bockte und schleuderte mich gegen die Schränke da. Mit solch einer Droschke kann man hohe Geschwindigkeiten erreichen. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Nein, dürfen Sie nicht. Verschwinden Sie. Sehr gut. Aha. Festliche Fahrt. Festlich. Ein toter Fahrer. Ein weiteres Opfer der Explosion. Oh, Gottes Willen. Das ist ein Pferd, oder? Das Pferd konnte wegen der Fahne nicht sehen und raste in das Schaufenster. Diese umgestürzten Lampen könnten das Feuer und die Explosion verursacht haben. Was? Diese Kutsche fing nach der Explosion im Lampengeschäft Feuer. Der Fahrer ist tot. Die Explosion hat ihn umgebracht. Okay. Hier ist noch was. Ein üblicher Phaeton. In unüblicher Lage. Zwei noch. Die Schnur, an der die Fahnen hängen, ist gerissen. Ein großer Teil davon fehlt. Hm. Ich habe schon fast alles. Was hat... Mr. Holmes? Was habe ich jetzt noch? Darf ich bitte? Irgendwo habe ich jetzt noch was vergessen, oder? Warum ist das hier? Oh, die Pferde, ey. Ah, hier. Die alten Gaslaternen hier wurden durch elektrische Laternen ersetzt. Eine Wasserpfütze und Strom. Eine tödliche Kombination. Oh, da kann man ausschalten, oder? Aha. Sehr gut. Fertig. Und kein Strom mehr. Wunderbar. Ich habe nun genug. Ach du Scheiße. Gesammelt. Sehen wir uns jetzt die Reihenfolge der Ereignisse an. Was, weh? Vergangenheit. Gegenwart. Ach du heilige Scheiße. Dann macht's Boom. Okay. So oder was? Ich muss alle Beteiligten in der Unfallsequenz unterbringen. Ach, das war nicht so, oder was? Oder was war? Hallo? Ich muss alle Beteiligten in der Unfallsequenz unterbringen. Ah! Da hab ich was vergessen. Okay. Warte mal, zurücksetzen. Okay, Nee, warte mal. Dann macht's Boom. Dann das da. So.
So. Wo knallt das hin? Was ist denn das? Nee, das stimmt hier. Nein, so lief das nicht ab. Okay, warte mal. Der da, zack. Dann boom. Oh Gott. Hilfe. Da macht der so zack, boom. Zack. 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 Haben wir es jetzt? Nein, so lief das nicht ab. Oh, Gottes Willen. Wie dann? Ah, so, okay. Fertig. Ja, fertig. Die Vollbremsung der Wartungskutsche löste das Desaster aus. Aber die Laterne fiel erst am Ende um. Warum hielt die Kutsche also an? Ja, warum hielt die Kutsche einfach an? Das sehen wir dann beim nächsten Mal hier bei Sherlock Holmes. Bis dann. Tschüss.